ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Mhm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Mhm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Alter, was ist das denn? Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das? Ah. 10 Jahre? 12? Nein. 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir jetzt erkenne ich den auch. Und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Oh. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Kottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Ah, wetten mit dir. Nate! Die hören sich nicht. Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Das stimmt, warum hat er echt den Maschinenraum genommen? Ich hätte das mit dem Kellner gemacht. Das wäre das Einfachste gewesen. Oder muss auf die andere Seite. So. Die Rohre sind aber in Uncharted ganz böse. Brechen ganz gerne mal ab. Meinst du, ich muss aufs Dach? Oder so. Alter. Bin ich denn jetzt? Oder unseren Typen. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Gerade auf mein Handy geguckt. Okay, der ist draußen.
Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Großartig. Also wenn heute Sally, noch eine verschlossene Tür kommt, krass ich aus. Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geboten. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Alter, oh, jetzt geht richtig das Battle. Mit diesem Gebot. Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nein. Wir sind jetzt bei 140. Nichts. Verdammt. Schon. Ja, einen Moment. Das aktuelle Gebot steht bei. Hier muss doch irgendwo Werkzeug sein. Okay, schnell eine Brechstange. Schneller! Komm. Auf den Scheiß. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 190.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay. Versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand. Und zum Ersten. Oh, wie geil. Zum Und verkaufen wir 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg. Weg da. Ja. Haltet ihn. Hey, haltet den Kerl auf. Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen. Sprechen Sie! Sparisch. Gut. Oh, shit. Der ist schlecht gelaunt. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Licht aus. Lights out. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Verdammt! Jetzt wäre eine 40. Ah, ist klar. Jetzt geht das Spiel erst los, ey. Scheiße. Alles klar, die entdecken jetzt ein. Früher konntest du dich unter die Stellen, die hat das nicht gejuckt. Okay, okay. Ich muss irgendwie nach da kommen, oder? Alter, wie die am Lichterfuchteln sind hier, ey. Scheiße, ich bin gerade richtig nervös. Ich lass dich verkacken. Bin ich das? Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht.
raus. Ich nach links. Ich hoffe mal, ich laufe jetzt auch richtig, ey. Das kommt mir richtig Open World mäßig gerade richtig. Okay. Da hat gerade meine Playsee einen Abgang gemacht. Ich hoffe, es läuft jetzt wieder alles. Hallo? Alter Verwalter. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss bekommen. Sorry, Leute. Meine Playsee hat gerade einen Abgang gemacht. Steht mein Bildschirm auch schief. So. Okay, jetzt kann weitergehen. Ich bin nervös, jetzt fällt hier auch noch alles um. Aspetta, ho visto qualcosa. Sì, penso tu abbia ragione. Hey, hai trovato qualcosa? C'era qualcuno, è sparito. Ich muss nach oben und mich umschauen. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Alles klar, lassen Sie L los. Okay. Alles klar. Bin unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Läuft. Geil, Alter! Okay, die bewegen sich schon. Die Menschen hier. Da komme ich doch nie im Leben lang. Ich hier einfach runter? Geht das? Nein, das ging nicht. Ah, Mann! Warum habe ich es gemacht? Ich wusste, dass es nicht ging. Das war mir. Das sah viel zu wenig nach Weg aus. Okay, jetzt warten wir. Sonst hat das keinen Sinn. Jetzt warten wir, bis die weg sind. Was? Alter, und da komme ich doch, oder? Wo sind die jetzt hin? Darüber? Nee. Hier hoch? Hier hoch. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Oh, ich würde es dir gerne das geben. Das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, ihr Glück. Alles klar. Sonst würde ich. Oh Gott! Was? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Netter Versuch. Der war geschenkt. Für Sie. Alter, hast du keine Chance gegen die Olle? Okay, Handeln. Moment. Ich habe ein schönes Astrolabium. Ach, manche Geise. Ich mache Ihnen einen fairen Preis. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe bei irgendeinem Witz gerissen. Ich habe gerade bei Handeln kommt irgendein geiler Witz. Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Ugh!
alles klar. Ich war auf die Fresse bekommen. Lieber weiter den Klugscheißer. Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. Hä, ich hab X gedrückt. Ich hab X gedrückt, Mann! Oh Mann, das mit Klugscheißer wäre viel geiler gewesen. Wo ist das? Was war das denn? Ich wollte eigentlich Flugscheiße machen. Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen uns einzunehmen. Wir alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber behalt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht, ich hab ne Knarre. Bis gleich. Te lo giuro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma lo sono sentito di farlo. Mi hanno strati i testi. Alles klar. Nadine Ross, gefährlich. Lassù, insegne. Was machst du? Wo lass ich's raus? Junge, der kann auch nicht schießen. Nathan! Fang! Halt, was? Oh, ich hab sie! Okay. Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, ja, glaub schon. Ja, wie komme ich denn? Okay. Wir treffen uns in der Einfahrt. Runter ist eine schlechte Idee. Okay, bis gleich. Nein! Oh! Ich sitze hier fest. Eine Idee? Was ist der letzte Weg für durch den Ballsaal? Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Ah, Liz, Klärchen. Wo geht denn der jetzt hin? Was ist da heute los, ey? Ich wollte nicht entdeckt werden. Och, nee. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Figlio di puttana! Sappiamo che sei qui da qualche parte! Wenn ich jetzt einen Schalldämpfer drauf wäre, das wäre keine Sache, aber ich habe gar keinen Schalldämpfer. Was macht der denn? Zack, weg. Munition. Heimlich, still und leise. Zack, weg. Verstecken. Munition. Alter, es sind zwei. Oh, ich hab gedacht, er guckt jetzt.
Ah, geil, der zieht die auch da rein. Das ist ja cool, okay. Das ist eine richtig gute Frage, wo ich jetzt hin muss, wenn ich ehrlich bin. No, it's sie. Wobei, ne, da habe ich lieber die Knarre. Da ist auf jeden Fall noch einer. Kommen die jetzt beide? Jawohl, wieder weg. Next one. Cosa è stato? Da oben war einfach einer drauf. Alter, den hab ich ja gar nicht gesehen. Okay, komm, den lassen wir leben. So ein Depp. Kann ich hier. Oh, gut. Schneller. Oh. Übertreib doch gleich. Ich weiß nicht, ey, der bleibt doch immer jetzt stehen. Guck mal, hier liegt dein Freund. Du juckt ihn überhaupt nicht. Wie komme ich denn nach da oben? Bam! Lieber 45. Hört sich ja auch interessant an. Ah, siehst du das? Wollte ich was. Verdammt doch mal! Nathan! Hey, wie geht's? Hey! Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Okay, Jungs, Fahnen, du. Alter. Was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Altar. Ich warte noch. Okay, los. Alter. Sauber! Hey! Die sind nicht allein!
soll ich jetzt flüchten hier, oder? Oh, Scheiße! Reis? Muss präzise ersetzen, die Schüsse. Ich habe keine Munition mehr. Oh, Gottes Willen, Mama. Ich mach's aber auch spannend, ne? Wo ist der denn? Wie der geflogen ist. Sally, uns rennt die Zeit weg. Bin gleich da. Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Wow. Oh. Nein, jetzt gehe ich drauf. Schnell. Alles klar. Gut, der ist weg. Ich hätte auch gerne Granaten. Ich weiß gar nicht, ob ich einfach zu dem Auto rennen kann. Ab da rein! Okay, gut. Ich hätte auch gleich rein. Ist egal. Ich finde einfach eine Liste. Oh Mann, da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karren. Ne? Okay, wir haben keine Chance, hinterher zu kommen. Okay. Oh, Orangensaft. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Gott sei Dank, ey. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam.
Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin. Ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu. Mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja. Mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. So süß. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein.